Ich habe jetzt hier noch was im Bubi-Sheet. Kannst du mal einblenden? Okay. Jetzt kommt noch das dran. Das ist die verrückteste Anschaffung überhaupt. Der George Alexander hat auf seinem Video erzählt, dass das ein super wichtiges Buch ist. Ein Bubishi. So ein chinesisches Buch, das war voll geheim. Ich habe mir das erstmal gekauft, ich kann nichts damit anfangen. Also im Wesentlichen zumindest. Diese Zeichnungen, die sind total ungenau. Ich zeig das hier mal gerade. Was soll man damit anfangen? Auch die Beschreibungen für die Kampfübungen. Ich meine nicht, dass ich was damit anfangen können wollte, aber genau ist anders. Ich lese euch mal vor, was da steht, okay? Das Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, ist zu der Abschiedsgruß. Das klingt ja erstmal wirklich ganz freundlich. Und drunter steht die Stärke erhalten. Zögert die Angreiferin zu lange, nähere dich ihr schnell und strecke sie mit einem Handkantenschlag nieder. Okay, warum nicht? Ich meine, ich denke mal, das ist nicht zur reinen Überlieferung gedacht, sondern du musst halt schon was wissen, damit du was damit anfangen kannst. Ich meine, Handkante, klar, wo das ist, so hier außen, denke ich. Aber ich meine, guck mich doch nicht so an. Alles muss man alleine machen. Ich habe im Bubishi aber auch was gefunden, was mir gefallen hat, und zwar unter Gesetze der Weisheit. Da gibt es einige, die klingen ganz gut. Das 19. finde ich richtig schlau, und zwar lese ich das mal vor. Nur Narren sind verzweifelt. Der Erfolg von morgen beruht auf den Fehlern von gestern. Lebe im Hier und Jetzt. Suche nicht nach mehr, sondern lerne, was wenige genießen. Klingt doch gut, oder? Jetzt muss ich nochmal das machen. Das war falsch. Habe ich mich verlesen. La 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 la. Hardcore. Okay. Nur Narren sind verzweifelt. Der Erfolg von morgen beruht auf den Fehlern von gestern. Lebe im Hier und Jetzt. Versuche nicht nach mehr. Was lese ich denn da immer? Steht da doch gar nicht. Ist irgendwie komisch, oder? Okay. Guck mal hier wieder her, du Sack. Guck ich so. Jetzt geht's los. Nur Narren sind verzweifelt. Der Erfolg von morgen beruht auf den Fehlern von gestern. Lebe im Hier und Jetzt. Suche nicht nach mehr, sondern lerne, das Wenige zu genießen. Das klingt gut. Weiter geht es mit der philosophischen Betrachtung. Ich finde das auch ganz schön, deshalb lese ich euch das auch noch vor. Die wahre Bedeutung der Kampfkunst liegt nicht in Sieg oder Niederlage, sondern in Geduld, Aufrichtigkeit und Güte. Selbst mit nur mittelmäßigen kämpferischen Fähigkeiten kann man sich noch viel Verdienst erwerben, indem man seinen Mitmenschen hilft. Finde ich schön. Klingt gut. Warte, jetzt noch ein lustiges Zitat. Ein unkonzentrierter Geist wird zur Werkstatt von Dämonen. Das klingt irgendwie schräg. Ich meine, irgendwie stimmt's vielleicht auch. Keine Ahnung. Sei ohne besonderen Grund glücklich und mach das Beste aus dem, was du hast. Finde ich auch gut. I like it. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ja, das stimmt. Aber die von den anderen sind doch auch so interessant.